Wiki Stammtisch. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wiki Stammtisch. Zu Gast heute Frau Professor Dr. Deborah Weber-Wulff, die nicht gern mit Frau Professor Dr. angesprochen werden will. Hallo Debbie. Hallo Sebastian. Stell dich doch mal vor. Gerade im Zusammenhang von Wikipedia bin ich Wise Woman. Aber ich konnte nicht lange anonym bleiben, weil ich unterrichte Software Engineering Programmiersprachen seit 1993. Und viele von meinen Studierenden sind auch bei Wikipedia aktiv und haben mich natürlich sofort erkannt. Ich war zunächst an der Technischen Fachhochschule in Berlin für viele Jahre und dann bin ich 2001 an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin gewechselt, wo ich Medieninformatik unterrichte im Studiengang Internationale Medieninformatik. Ich stamme aus den USA und freue mich sehr, dass ich jetzt auf Englisch unterrichten kann. Also Englisch ist deine Muttersprache und genau. Und was hat dich nach Deutschland getrieben, die Abenteuerlust? Naja, meine Familie, also das Weber, ein Weber-Wulff, ist deutschstämmig und da war ich neugierig und bin, glaube ich, das erste Mal als 17-Jähriger hierher gekommen. Und hat mir sehr gut gefallen, habe einen netten Mann kennengelernt und bin geblieben. Und du hast studiert, du hast angefangen mit angewandter Physik. Ja, es gab ja keine Informatik zu der Zeit. Meine Mutter war zwar Informatiklehrerin an der Schule, aber an der Uni, wo ich angenommen wurde, gab es keine Informatik. Aber es gab angewandte Physik und Informationswissenschaften und da dürfte man programmieren lernen. Und deswegen habe ich angewandte Physik gewählt. Ich bin aber dann, nachdem ich Junior Standing erreicht habe, nach Deutschland gezogen und habe dort Informatik an der Universität Kiel angefangen. Kiel, aha. Wie war das, der Frauendurchschnitt seiner Zeit? Wir waren zu zweit. Von? 35. Ach so. Ja, das hat sich heute wenig geändert, oder? Leider. Es war zwischenzeitlich etwas besser. Und auch bei uns in Medieninformatik, wir hatten zum Ende der Diplomzeit gut 50-50. Also es war sehr klasse, sehr viele, sehr starke Frauen. Aber als wir gewechselt sind zum Bachelor, da mussten wir sehr viel loswerden im Studiengang und es wurde sehr viel mehr konzentriert auf Informatik. Und dadurch haben wir viele Frauen vermutlich verloren. Aber das habe ich ein bisschen kompensiert dadurch, dass ich an der HTW zusammen mit einem Kollegen einen Frauenstudiengang für Informatik aufgebaut habe, Informatik und Wirtschaft. Und der läuft prächtig. Was ist ein Frauenstudiengang? Das ist ein Studiengang, ist ein ganz normaler Informatikstudiengang, aber nur Frauen werden akzeptiert als Studierende. Ach so, habe ich ja noch nie was davon gehört. Es gab Geld dafür, weil gerade im STEM-Bereich, also Science, Technology, Engineering and Mathematics, wir sagen auf Deutsch MINT dazu, also in Mathematik, Ingenieurswissenschaft, Naturwissenschaft und Technik, gibt es sehr, sehr wenige Frauen, die als Absolventinnen gefunden werden. Und die Idee war, wir geben extra Geld hinein, um diese Diskrepanz, was es gibt, etwas zu mindern und Frauen zu fördern. Hat das funktioniert? Ja, sehr gut. Also es ist tatsächlich für Frauen leichter, dann Technik zu studieren, wenn sie vorher wissen, dass sie nur unter Frauen sein werden. Genau, weil das große Problem, den man hat im Technikbereich, ist, dass die Männer schon alles wissen, auch wenn sie es nicht tun. mein Spruch ist immer, Frauen neigen dazu, wenn sie etwas nur 80% zu verstehen, zu sagen, oh Gott, das verstehe ich nicht. Und Männer neigen dazu, wenn sie schon 20% von etwas verstehen, rum zu gockeln, also ich bin der Größte und der Beste und überhaupt und lass mich ran. Und diese unterschiedliche Sichtweise, wir sprechen in der Informatik eher von weichen und harten Zugang, weil es gibt Frauen, die eher hart sind und Männer, die eher weich sind. Also es ist nicht unbedingt, hat was mit Geschlecht zu tun. Aber durch diese verschiedenen Zugänge, man kann erstmal den Zugang wählen, dass die Weichen, die auch gerne in Gruppen arbeiten, erstmal unter sich sind. Und dann fassen sie Selbstvertrauen. Und dann ist es überhaupt kein Problem, rauszugehen und unter Männern auch zu arbeiten und sich eben behaupten und bestehen zu können. Das wäre jetzt nämlich meine nächste Frage gewesen, ob denn, wenn der Zugang schon anders ist, ob das Ergebnis anders ist. Aber das sagst du, ist nicht so. Das ist wirklich so, weil das Wichtigste ist, ich meine, das siehst du an jedem Informatikstudiengang.
Wir verlieren mindestens ein Viertel der Studierenden bis zu die Hälfte, weil sie sich andere Vorstellungen vom Studium gemacht haben oder weil sie sich irgendwie, sie können sich vorstellen, dass sie sich das nicht schaffen. Und die Idee ist zu versuchen, dieses aufzuheben. Nun klappt es auch nicht, dass auch bei den Frauen bleiben die Hälfte auf der Strecke. Aber immerhin, dann haben wir ja schon sehr viel mehr Absolventinnen, die von der Industrie händeringend genommen werden. Ja, ich weiß, ich bin in der Industrie und wir suchen händeringend und es ist immer ein Gewinn, wenn wir Programmiererinnen finden, weil das die soziale Zusammenleben in der Firma verbessert. Die Männer riechen besser, geht ein bisschen entspannter zu. Ja, es ist ja auch so, dass Frauen dazu neigen, eher Gruppenarbeit, konsensorientiert zu arbeiten. Eher, nicht immer, aber sie neigen eher dazu und haben einen anderen Blick auf die Anforderungen von Benutzer und Benutzerinnen. Männer machen gerne was sie einfach beweisen wollen, dass sie die Technik beherrschen. Und Frauen neigen dazu, zu sagen, ja, hey, was will der Anwender wirklich oder was für ein Anwendungsszenario haben wir hier? Und deswegen ist es wichtig, dass wir beide Blickpunkte auch mal reinkriegen. Das war ja auch eine der großen Argumentationshilfen, als wir den Studiengang gegründet haben, war, hey, wir brauchen überhaupt Programmierer und Programmierinnen. Völlig egal, ob Männlein, Weiblein, wir brauchen welche. Und jetzt haben wir eine Möglichkeit, wenigstens ein paar Programmiererinnen oder die neigen dazu eher auch ein mittleres Management in IT unterzukommen. Okay. Dann produzieren wir eben ein paar. Mir liegt die Frage auf der Zunge, welche Vorstellungen sich Leute denn machen sollten von einem Informatikstudium, um auch dann dabei zu bleiben. Führt das zu weit, wenn ich das frage? Nee, überhaupt nicht. Rede ich gern drüber. Mach mal. Also ganz wichtig für ein Informatikstudium ist, dass man nicht total abgeneigt ist gegen Mathematik. Weil diese mathematische Denkweise und Strukturierungsweise ist unglaublich wichtig für erfolgreiches Programmieren und Verständnis von der Maschine. Man sollte auch Spaß dran haben, so Puzzle zu lösen, sich an eine Aufgabe hineinzubeißen und zu schauen, wie man das denn löst und sich richtig freuen, wenn man es schafft, dann gelöst zu kriegen. Das heißt, man braucht auch ein bisschen Frustrationspotenzial, weil die Maschine spiegelt eigentlich deine eigene Unzuvollkommenheit. Und das kann bei vielen Leuten richtig nervig werden, wenn sie merken, ach, das klappt nicht und das klappt nicht und das klappt nicht. Das ist, Mathe sollte man also können. Und der Satz, Mathe war ich immer schlecht, ist ja hoffentlich auch schon widerlegt. Ja, das sagen viele. Und ich finde es unglaublich traurig, dass das Matheunterricht in den Schulen so als Angstfach und Hassfach aufgebaut wird. Ich habe natürlich das Glück gehabt, erstens meine Mutter Mathe- und Informatiklehrerin. Aber ich habe gute Mathelehrerinnen gehabt, die einem gezeigt hat, wie unheimlich viel Spaß das ist, was für Sachen man beschreiben kann und tun kann und wie cool das ist, auf die Essenz runterzukommen, ohne sich ablenken zu lassen, sondern einfach zu zeigen, so, das ist so, wie das geht. Also, das hat mich immer fasziniert. Und ja, meine Mutter ist Deutsch- und Geschichtslehrerin, mein Vater Komponist und Sänger, die hatten mit Mathe nicht so viel am Hut. Und ich möchte mich hiermit nochmal ausdrücklich bei Frau Beschnitt bedanken, bei Frau Wilke, die einen unglaublich lockeren Zugang zu Mathematik mir ermöglicht haben. Da mussten wir eigentlich in Deutschland viel mehr Energie investieren in der Didaktik der Mathematik. Also das ist nicht nur so bla bla Didaktik, sondern hey, wie können wir Matheunterricht gestalten, so dass es die Schülerinnen und Schülerinnen Spaß macht und dass die auch sehen, ach, da ist ein Nutzen davon. Ein kleines Beispiel, die ich oft bringe, ist, jo, wir können uns hinsetzen und die Formeln ausrechnen für die Fläche von einem Kreis. Aber es ist viel spannender, das in ein Problem einzubauen. Also es gibt drei verschiedene Sorten von Pizza und die haben drei verschiedene Preise. Welche Pizza hat die beste, also die günstigste Quadratzentimeterpreis von den dreien. Ja, absolut. Ja. Und also kommen die Leute plötzlich mit irrsinnigem Eifer ran und boah, ja, ey, eine Pizza ist ein Kreis, super Entdeckung. Ah, es gibt eine Formel, die könnten wir anwenden und so weiter und ein bisschen Dreisatz reinschmeißen und schon haben die ein Problem gelöst mit Hilfe von Mathematik. Und zu sehen, dass Mathematik ein Hilfswerkzeug ist und nicht nur eine Quälerei. Ja, und du bist Professorin, das an mehreren Hochschulen schon. Da bist du auch nicht festgelegt in dem, was du unterrichtest. Du machst mehrere Sachen, da kommen wir vielleicht später noch drauf. Du hast aber auch sehr früh schon Zugang zu Wikipedia gefunden.
Ja, also ich habe mich lange Zeit sehr interessiert für Hypertext und Hypermedien. Eben diese Idee, dass man Texte miteinander verlinken kann und was man daraus machen kann. Als ich an die Technische Fachhochschule war, haben wir ein BMBF, also Bundesministerium für Bildung und Forschung, Leitprojekt gehabt, virtuelle Fachhochschule, in denen wir eine Online-Hochschule mit Online-Studiengängen aufbauen sollten. Und das brauchten wir auch ein paar Wahlpflichtfächer. Und ich sagte, oh Leute, ich habe echt Lust, ich möchte gerne einen Hypertext-Kurs erstellen. Jo, mach mal. Habe ich also gemacht. Und das muss 2003 gewesen sein. Da habe ich das Kapitel geschrieben über Anwendungen von Hypertext im aktuellen Leben. Und da war dieses kleine Projekt Wikipedia. Fand ich süß, fand ich super, habe ich eine Seite drüber geschrieben. Und in den Ferien, das ist glaube ich Februar 2004, habe ich mich hingesetzt, da war ich in den USA zu Besuch und habe geguckt, was ist das denn für ein Ding, dieses Wikipedia? Habe mir einen Namen ausgesucht, das war eben Wise Woman. Und ich war mir nicht sicher, ob das wirklich was war, was ich meinen professionellen Namen hingeben wollte oder nicht. Und deswegen erst mal gucken. Und da war wahnsinnig viel zu schreiben natürlich in der Zeit, weil die Wikipedia bestand fast nur noch aus Wunschlisten, was man schreiben sollte. Und ich kann auch Schwedisch und hatte beschlossen, ich hatte gerade so ein Ding, ich habe ein bisschen auf eine schwedische Artikel recherchiert und habe in den englischen Wikipedia einen Artikel über Forex geschrieben. Das ist diese Geldwechselstube, was eigentlich früher an jedem Bahnhof war in Schweden. Und ich war so stolz auf mich. Ich hatte lange überlegt, was ich schreibe und habe das zusammengestellt und habe es ins Netz gestellt und war richtig stolz. Holte mir was zu trinken, schönen Eistee, habe mich wieder hingesetzt und war wütend. Da hat jemand an meinem Artikel rumgeschraubt. Nein. Und das ist ja auch eine Sache, was man merkt auch heute, weswegen viele Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen Schwierigkeiten haben mit der Wikipedia. Wir sind es gewohnt, wir beherrschen unsere Worte. Wir tun ja viel Denken darüber, genau wie wir was formulieren. Und wir besitzen diese Worte. Und hier kam einfach jemand daher und hat das geändert. Im Nachhinein ist es Angela gewesen, eine von den Urgesteinen von Wikipedia, die wirklich sehr, sehr viel beigetragen hat zum Projekt. Und dann musste ich eingestehen, Angela hat meinen Artikel besser gemacht. Und das war schwierig zu akzeptieren. Hier bin ich, ich schreibe in meiner Muttersprache, es war gut, aber es ging noch besser. Und diese Vorstellung davon, dass wir gemeinsam was viel Besseres zusammenbringen können als jeder von uns alleine, das war eine Überraschung. Ja, dann bin ich dabei geblieben. Guck gerade drauf, am 5. Februar 2004, hier steht 5:15 Uhr. War es denn in der Nacht, dass du das gemacht hast, oder ist Nein, es jetzt ich war auf die an, Ostküste. ach so, genau, und dann ja nach dieser Zeitumrechnung nur 13 Minuten später wurde schon mal da was dran geändert, ja. Genau. Forex, noch nie gehört. Der Artikel heutzutage ist ja ganz anders. Also so entwickelt sich das mal, weil für mich war das damals was Wichtiges, aber jetzt ist es, ich glaube, der Artikel ist mehr über Foreign Exchange, aber man kann es noch finden und das finde ich richtig cool an Wikipedia, ist, dass man vieles tatsächlich noch finden kann. Also es gibt natürlich Möglichkeiten, etwas zu begraben, dass nur Admins rankommen. Aber ansonsten kann man nachvollziehen, wer was gemacht, wann gemacht hat. Und das finde ich sehr spannend. Es führt auch dazu, dass man eigentlich mehr nachdenken muss über alles, was man schreibt, weil es für die Ewigkeit da ist. Deswegen überrascht es mich, dass es so viele Trolle und Vandalen gibt bei der Wikipedia, die anscheinend nicht verstehen, dass das, was sie getan haben, sichtbar ist und bleibt. Ja, gibt das Tool Supercount bei den Tool Labs von Wikimedia Foundation, wo man sieht, an welchen Artikeln man vor allem gearbeitet hat. Wir haben da bei dir mal schon mal drauf geschaut und man sieht so ein bisschen die Vorlieben, ne? Also Ja, das ist das Erschreckende, dass wenn man die Edit-Muster anschaut bei Wiki, sieht man ziemlich genau, wofür man sich interessiert. Aber ich hoffe, dass es sich ein bisschen ändert bei mir, weil ich seit einiger Zeit wenig Zeit für Wikipedia habe. Und wenn ich meinen Edit-Count hochhalten will, dann gehe ich zu die
Bearbeitung von den Problemfällen, die durch Bots festgestellt werden. Und da bekomme ich Edits an richtig bizarre Fächer, bizarre Lemmata. Ich hatte, gestern habe ich die United States Chamber of Commerce, glaube ich, am Wickel gehabt. Und ich hoffe, dass ich vielleicht ein paar mehr solche Edits kriege, damit es ein bisschen verdeckt wird, was meine wirklichen Interessen sind. Genau. Wie heißt dieses Tool, wo man nachschauen kann, wo man kleinere Sachen ändern kann? Sekunde, muss ich ja erstmal schauen, weil ich das, das ist eine von diesen Tools. Check Wikipedia ist das, genau. Ich gebe dir mal hier den Link auch dazu. Ach so, ja, hast du schon gefunden. Genau, da kann man sich selbst, also es wird unterschieden nach Hoch-, Mittel- und niedrige Priorität. Niedrige Priorität sind, wenn so Überschriften falsch formatiert sind und einfach noch ein Gleichheitszeichen mit rein muss. Und da ist unendlich viel zu tun, aber genau. Das ist nicht wichtig, weil es gibt Sachen unter die High-Priority-Liste, da bin ich hauptsächlich am Arbeiten. Die Vorlagen sind nicht korrekt geklammert. Hm. Und für mich, ich habe meine Doktorarbeit in Lisp geschrieben. Klammern ist einfach ganz natürliches in zu zählen. Lisp, ja? Ja. Packe ich auch einen Link dazu, damit man weiß, was das ist. Okay, ja, nee, gerade für Leute, die jetzt neu in die Wikipedia einsteigen, ist das ja auch eine schöne Sache. Man kann natürlich durch die Artikel durchgehen, von denen man glaubt, Ahnung zu haben und da was machen, aber es gibt auch so eine Putzerjobs. Und da diese Check Wikipedia trägt das schön zusammen, wo man halt reingehen kann und erstmal überhaupt sich im Editieren üben kann und auch sieht, was für eine Vielfalt von Artikeln es gibt. Und es gibt auch sehr viel Arbeit eigentlich jetzt. Wir müssen eigentlich alle ISBN-Nummern als ISBN-13-Nummern ausweisen mit den Prüfzimmern, Prüfsummen, die da reingehen sollen. Und das ist auch eine leicht meditative Sache. Da recherchiert man ein bisschen, schaut man bei Amazon und man stellt fest, das, was ich schon weiß von meiner Arbeit als Softwareentwicklerin, dass viele Bücher die ISBN-Nummern falsch aufgedruckt haben. Mhm. Ich habe Bibliothekssoftware. In den Büchern ist die ISBN falsch? Ja, klar. Oh. Sogar eine der Hauptwerke über Bibliothekswissenschaften hat falsch gedruckt, ISBN-Nummer. Ich habe bei Norsk Data, eine norwegische Computerfirma, gearbeitet und das Bibliothekssystem BibDir mitentwickelt. Das ist unter anderem an der Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz in Berlin. Man sagt mir, immer noch am Laufen ist, so Typ 30 Jahre später. Und wir haben da unsere Prüfroutine, um die ISBN-Check-Digit zu prüfen, entwickelt. Und wir haben einfach das nächste Buch vom Schreibtisch genommen von unserer Bibliothekarin, die mit im Projekt war, und haben immer wieder versucht, dass das geht. Und es hat nicht funktioniert. Die ISBN-Nummer war drauf gedruckt und es ging nicht. Bis irgendeiner auf die Idee kam, diese Prüfsumme mit der Hand nachzurechnen. Und festgestellt hat, die Prüfziffer ist falsch, was da drauf ist. Okay, das ist tatsächlich ein Problem. Bei Wiki haben wir natürlich, wir haben eine Vorlage für das. Es gibt also eine extra Vorlage, falsche ISBN-Nummer. Mhm. Und die nimmt man dann konkret so auf, indem man sagt, okay, es ist eine falsche ISBN-Nummer. Aber wir dokumentieren das, was auf dem Buch drauf ist, auch wenn es ein falsches Prüfzimmer hat. Das ist ja, kaum zu glauben, dass in gedruckten Werken was Falsches drinsteht. Ach, klar. Es gibt keine Lektoren mehr. Die Verlage versuchen, das alles, was es geht, einzusparen. Ich gebe dir hier die Vorlage da im Pad rein. Dann siehst du, dass wir tatsächlich eine Vorlage haben, auch dafür. Das kann einen in Wahnsinn treiben, wenn man dann davor sitzt und es nicht editieren kann, dieses Buch. Ja, das hat, glaube ich, einen Tag gekostet, wir waren vier, fünf Entwickler und Entwicklerinnen haben versucht, das rauszukriegen. Und also, du denkst, du bist doof, bis du merkst, das Problem liegt woanders. Hm. Ja, man vertraut halt dem Buch mehr als der Webseite. Genau, genau. Womit wir ja schon fast beim Thema Plagiate wären, für das du eigentlich bekannt bist. Das heißt ja eigentlich, hauptsächlich. Also wenn Herr Gutenberg, von Herrn Gutenberg gemunkelt wird, er hätte plagiiert, dann ruft der Spiegel erstmal dich an. Ja, also das ist halt so, aber es hat nicht bei Gutenberg angefangen. Aber ich bin Gutenberg sehr dankbar, dass er mein Thema richtig breit bekannt gemacht hat in der Bevölkerung in Deutschland. Ich bin ja 2001 zur HTW gewechselt und wir haben gerade in dem Semester keinen Dozent gefunden für Kommunikationstheorie.
Naja, doof. Gut, ich bin die neue Professorin, ich muss irgendwas machen, ich kann keinen finden, dann werde ich wohl oder übel das selbst machen müssen. Ich habe erstmal, glaube ich, 5 Wochen Systemtheorie unterrichtet, das kannte ich ja, und habe Aufsätze verteilt. Wir erarbeiten uns Kommunikationstheorie selber. Ich war richtig angetan, wie gut meine Studierenden Englisch geschrieben haben. Ihre Aufsätze waren klasse. Bis oh, ich mir schwant was, ja. Bis ich auf einen Aufsatz stieß, die waren auf Englisch, der benutzte ein Wort, was ich nicht kannte. Ich dachte, komisch, ich bin ja Muttersprachlerin, also ist ein interessantes Wort. Gucke ich mal nach, lerne gerne dazu. Und dann google ich. Und dann habe ich festgestellt, dass es nicht von diesem Studenten war. Dann bin ich ausgetickt. Moment, du hast nach diesem Wort bei Google gesucht und hast dann gesehen, dass es wirklich vom Studenten ist? Ja, ich habe dann ein paar, es ist einfach zu googeln, man nimmt ein paar Wörter vorher, ein paar Wörter hinterher. Setzt es in Anführungszeichen, damit es eine konstante Phrase ist? Ja, ja, aber das eigentlich ist es oft besser, nur die Wörter zu nehmen, Hauptwörter, Substantiven, 3 bis 5, die im gleichen Satz sind. Mhm. Weil viele Leute schrauben ein bisschen dran herum, die tauschen die Reihenfolge und so. Und wenn man das in Anführungszeichen setzt, dann findet Google das nicht. Obwohl Google inzwischen auch, wenn es nichts findet, sagt das, hey, wie wäre es mit ohne Anführungszeichen, dann finde ich Folgendes. Mhm. Aber in diesem Fall fand ich das sehr schnell und war entsetzt. Also was denken sich die Studenten da so viel zu plagiieren? Das ist bescheuert. Hab einen wütenden Brief an einen Kurs geschrieben per E-Mail und sagte, ey Leute, also wenn es mehr davon gibt, zieht eure Arbeiten zurück und ich erlaube euch eine Klausur zu schreiben. Ansonsten gibt es eine 5-0 und ihr könnt den Kurs erst nächstes Jahr wiederholen. Ich gucke mir jetzt jeden an. Und dann fing so ein bisschen Krieg an, weil ich gesagt habe, okay, jetzt habe ich 2, jetzt habe ich 4, jetzt habe ich 5, jetzt habe ich 6 gefunden. Und immer nach jeder Ankündigung. Echt so viele? Es wurden noch mehr. Es kamen dann noch welche in der Sprechstunde unter Tränen, ihre Aufsätze zurückgezogen. Das hat wohl die Ehefrau alles in den Rechner getippt, während er geschlafen hat. Ach du lieber Gott, der Hund hat's gefressen. Genau solche. Das Schönste war, also das hatten wir gar nicht als Thema in der Schule in der DDR. Mhm. Okay. Und so weiter. Es waren von den, ich glaube es waren 32 Aufsätze, 12 waren plagiiert. Ach du lieber Gott, ja. Und ich habe mich so aufgeregt. Hier sitze ich und lese diesen Aufsatz und gebe Feedback. Und die haben das einfach irgendwo hergeklaut. Also der eine hat einen Aufsatz aus dem Netz genommen. Er hat 2 Änderungen vorgenommen. Vorname und Nachname des Autors. Ansonsten war der Text identisch. Die Abbildungen waren identisch. Literaturliste sowieso kopiert. Ich war stinkesauer. Dann hättest du ja auch die Anmerkungen von der Originalarbeit einfach kopieren können. Die sind ja nicht im Netz. Ach, schade, ja. Aber erstmal lernen wir, dass Google das beste Plagiatssuchtool ist und zweitens, dass den Leuten überhaupt nicht bewusst ist, dass vielleicht man das aufspüren kann. Ja, das ist, glaube ich, auch das Problem, weil sie hatten viel Arbeit, etwas Geeignetes zu finden. Hm. Sie mussten ganz lange buddeln oder vielleicht haben sie sogar einen Aufsatzdienst bezahlt oder eine der Studenten hat einen Aufsatz auf Deutsch gefunden, hat's mit, damals hieß es Babelfish, so ein Übersetzungstool, übersetzt ins Englische, hat's eingereicht als sein Aufsatz in Englisch. Sein Englischlehrerin hat dran rumkorrigiert, so dass die Sprache ziemlich gut war, auch wenn es etwas hölzern war. Aber dann gab's an einer Stelle so eine interessante Schreibfehler auf Deutsch und Babelfish hat einfach angenommen, das ist ein Fachbegriff und hat es in Anführungszeichen gesetzt. Mhm. Und als ich das gegoogelt habe, zusammen mit ein paar Eigennamen, bin ich schnell auf die ursprüngliche deutsche Quelle gekommen. Aber ja, die unterschätzen komplett, wie einfach wir das denn haben, weil eine Suchmaschine wie damals auch Alta Vista oder Yahoo oder jetzt halt eben Google wirklich das alles indiziert, dass wir dann mit wenigen Wörtern tatsächlich die Quelle finden können. Ja, es würde ja nur helfen, wenn das nicht elektronisch verfügbar ist, aber dann müsste man sich ja schon die Arbeit machen, in die Bibliothek zu gehen und das abzutippen. Ja, ich hab schon ein Plagiat gefunden, bevor ich das alles digital machen könnte. Mhm. Ich war an der TFH und bekam eine Arbeit. Es wechselte zwischen perfektem Konjunktiv auf Deutsch und Stoppelsätze. Mhm. Okay, ist es klar. Der Autor hat leider einen Student mit Migrationshintergrund.
beziehungsweise es war ein Austauschstudent. Und du siehst ganz eindeutig, dass diese Texte nicht von ihm sind. Okay, wo könnte ich eine Quelle finden, die mir vielleicht hilft, die Quelle zu finden? Bin in der Bibliothek gegangen, habe ein bisschen hin und her geguckt, habe ein Lehrbuch gefunden zum Thema, sag, okay, den nehme ich erstmal mit zum Lesen. Und in diesem Buch waren die Seiten umgeknickt, die der Student benutzt hat in seinen Diplomarbeit. Zwei das, Sünden. Das heißt, waren plagiieren ja. Und dann noch Seiten umknicken. Also Seiten umknicken kann ich nicht ausstehen. Aber er hat das dann plagiiert und das war für mich dann einfach, das zu kartieren, das alles runterzuschreiben. Was mich dann überrascht hat, ist, dass seine Betreuer beleidigt war, weil ich habe natürlich eine 5-0 vorgeschlagen in meinem Gutachten. Das ist selbstverständlich. Der Betreuer war, oh Gottchen, das ist ja nur einer aus X-Land. Der geht ja zurück in seine Heimat und keinem weh. Was ist das denn für ein... Oh. Ich war erstmal, Moment, der geht zurück mit einem deutschen Diplom und ist der große Zampano in sein Heimatland. Wir müssen klarstellen, dass das so nicht geht. Womit wir bei dem Punkt sind... Warum es eigentlich nicht geht. Man könnte ja meinen, Plagiate, das sei so ein Kavaliersdelikt. Ja, komm, Text übernommen, tralala, hopsasa, nicht so schlimm. Aber es ist halt eben nicht nur, dass es gegen die Ethik verstößt, halt etwas Fremdes zu nehmen, sondern es zerstört die Wissenschaft. Es zerstört genau die Wissenschaft. Wissenschaft baut aufeinander auf. Es gibt ja den schönen Spruch, der fälschlicherweise Isaac Newton zugeschrieben wird. Wir stehen auf den Schultern von Riesen. Und deswegen können wir weiterschauen. Genau. Nur wir sollen diese Riesen benennen und sie korrekt benennen und nicht immer einfach Sachen weiter kolportieren, weil man glaubt, das halbwegs gehört zu haben. Oder weil wir sagen, ach, das ist nur Text. Text ist der Ausdruck von dem Gedanken, von dem Wissen. Und wir sollten sehr akribisch vorgehen und ganz klarstellen, okay, das habe ich daher, das habe ich daher und das habe ich jetzt daher genommen. Ich habe jetzt gerade einen interessanten Fall mit einem Plagiat. Es ist so absurd, dass die Arbeit selber ist ein großflächiges Plagiat, verarbeitet viele Wikipedia-Artikel drin. Und dann bizarrerweise hat jemand ein Jahr nachdem diese Dissertation verteidigt wurde, die Dissertation selber jetzt benutzt als Beleg für eine Stelle, die in der Wikipedia drinsteht. Das heißt, wir kommen in so einen komischen Kreis hinein. Und wir wissen nicht genau, wo kommt das eigentlich ursprünglich her? Und deswegen ist es ganz wichtig, dass man angibt, wo habe ich die Fakten her, wo habe ich die Wortlaut her, wo habe ich die Zusammenfassung her, etc., etc. Das ist einfach ein wesentlicher Bestandteil von Wissenschaft, ist, dass wir unsere Quellen angeben. Genau, um das nochmal langsam zu erklären, wenn ich einen wissenschaftlichen Aufsatz schreibe, beziehe ich mich ja immer oder in den allermeisten Fällen auf andere wissenschaftliche Aufsätze, wo Erkenntnisse herkommen. Dann, das reicht aber nicht, das dort abzuschreiben und dort drauf sich zu verlassen, dass es dort richtig steht, weil es könnte falsch sein, was dort steht. Genau. Deswegen muss ich erstmal genau angeben, wo ich das her habe. Falls in meinem Aufsatz nämlich was Falsches steht, weiß man dann, wo der Fehler herkommen könnte. Genau. Also ich sage meinen Studenten, angenommen, ihr übernimmt den Satz, die Welt ist flach. Als nicht nur diesen Satz als Tatsache etwas blumiger geschrieben. Ja, also da habt ihr eindeutig einen Fehler gemacht. Das ist ein Plagiat. Wenn ihr sagt, Müller sagt, die Welt ist flach. Okay, ihr schreibt es dem zu. Das heißt, es ist nicht eure Falschbehauptung. Es ist vielleicht ein bisschen schlechter Quellenkritik. Aber immerhin, ihr habt euch draus geholfen, indem ihr gezeigt habt, wo ihr das her habt. Und das ist vielleicht hilft ein bisschen, diese Unterscheidung da zu sehen. Genau, wenn man nämlich das genau durchzieht, diesen Beleg, dann können Fehler, die irgendwann mal auftauchen, man kann ja irgendeine Formel mal nachrechnen oder so, dann eben später darauf zurückführen, wo das herkommt. Ansonsten müsste man die gesamte Arbeit dann anzweifeln. Genau. Ich glaube, das ist nicht so allen bekannt. Ich glaube, es ist, die meisten denken nur, es wäre so ein Ethikding, aber in Wirklichkeit zerstört es die Grundlage der wissenschaftlichen Arbeit. Genau. Und das ist etwas, was wahnsinnig schwierig ist, Leuten klarzumachen. Es soll eigentlich tatsächlich in der Schule immer angesprochen werden, den Umgang mit fremden Texten. Das soll in der 9. Klasse in Berlin stattfinden, aber es findet tatsächlich nicht statt. Deswegen müssen wir mehr an den Hochschulen Richtung Prävention gehen, dass wir einfach aufklären darüber, was ist wissenschaftliches Schreiben, wie macht man das, warum macht man das. Gerade dieses Warum finde ich sehr wichtig, weil das macht ein bisschen
klare für die Studierenden, dass es nicht nur Quälerei ist, dass man auf eine bestimmte Art und Weise Belege angibt, sondern dass man tatsächlich einen wissenschaftlichen Grund hat, warum man das so geht. Also der Grundregel ist, wenn du irgendwas recherchieren musstest, um das zu wissen, dann sollst du deine Quelle angeben. Und wenn du das Wortwahl oder die Paraphrase von einer anderen Quelle hast, musst du es auch angeben. Und einfach geeignet auszeichnen, wo fängt die Übernahme an, wo hört das auf. Und das müssen wir halt klarstellen. Und das machen viele Unis nicht, weil wir sind der Meinung, die Leute sind studierfähig, wenn sie zu uns kommen. Und sie sind es leider nicht. Du redest mit großer Leidenschaft von diesem Thema, aber eigentlich ist das Thema eher zu dir gekommen, ne? Als dass du jetzt danach gesucht hättest. Ja, ich habe mich nach diesem Seminar, ich habe mich fürchterlich aufgeregt den ganzen Sommer über. Und alle Freunde, ich habe viele Lehrer und Lehrerinnen im Freundeskreis, gucken mich mit so ganz großen Augen an und sagen, ja, aber wie hast du das gefunden? Internet ist doch schon so groß. Und dann habe ich gesagt, ey Leute, zurück zu Google. 3-5 Wörter in Google reintun, fertig. Da habe ich angefangen, einen Aufsatz online für sie zu schreiben. Ich habe dann für CT einen Artikel geschrieben und immer mehr Leute waren daran interessiert. Mann, erzähl uns Ihre Zauberformel, Ihr Zaubersoftware. Und ich, nix Zaubersoftware, es ist einfach den Umgang mit Google, full stop. Und das hat sich dann natürlich weiterentwickelt, weil wenn Journalisten irgendwas zum Thema schreiben wollen, sie googeln, wer macht was mit Plagiat? Ja, ich habe was mit Plagiat gemacht, ich spreche Deutsch, super. Dann fragen sie mich noch mal was und das kommt nochmal in die Zeitung. Und das geht rund und rund und rund und rund und rund, so dass man zur Expertin wird. Und letzten Endes, ich finde es auch eine interessante Fragestellung. Also ich habe sogenannte Plagiatserkennungssoftware getestet. Da habe ich auf meinem Portal Plagiat die Ergebnisse als Open Daten praktisch veröffentlicht. Alle unsere Tests sind da genau dokumentiert, wo wir festgestellt haben, die Software funktioniert nicht, wie man sich das vorstellt. Ja, es findet platte Plagiate, aber nicht alle. Und es zeichnet auch Sachen aus als Plagiat, die nicht Plagiate sind. Ich habe zum Beispiel nach Gutenbergs Rücktritt. Ich habe dann seine Dissertation mit 5 von den bekannten Systemen getestet gehabt. Es war grauenhaft. Also auch dieses sehr bekannte System hat die Stellen, wo er wirklich korrekt zitiert hat, als Plagiat markiert gehabt, weil er hat deutsche Anführungszeichen benutzt. Und das kannte das in den USA entstandene Software nicht und hat das dann halt alles als Plagiat markiert. Was gab. Okay. Naja, und es interessiert mich halt auch, wie die Leute plagiieren. Nur ich hatte keine Vorstellung, wie man sowas erforschen kann. Ich hatte mal einen Forschungsantrag gestellt, wollte gemeinsam mit anderen versuchen, mit Interviews ein bisschen mehr rauszukriegen, wie die Leute plagiieren. Und das wurde wegen Naivität abgelehnt. Okay, war ja auch kein Thema. Also Plagiatsforschung wird nicht gefördert in dem Maße, wie es eigentlich sein sollte. Ja, und dann kam Gutenberg. Dann kam Gutenberg. Und da mein eigentliches Interesse im E-Learning-Bereich eben kollaboratives Arbeiten ist, wie kann man gemeinsam arbeiten? Das habe ich bei Wikipedia nun auch gelernt und geübt und ich finde es total spannend, wie man auf der Basis von ein Chat für synchrone Kommunikation, ein Wiki für asynchrone Kommunikation und Dokumentation von wie Sachen sind, fand ich super spannend, wie das zusammenkam. Und dann auch noch Plagiat. Also beschloss ich, als Wissenschaftler zu beobachten. Ja, das habe ich nicht lange durchhalten können. Ich habe nicht lange beobachtet, sondern war dann mittendrin drin. Und ja, seitdem lässt mir das Thema nicht mehr los. Wie ist denn das? Also du sagst, das wird nicht sonderlich gefördert, Plagiatforschung. Gibt's sowas gar nicht? Oder wie ist die Situation in Deutschland? Wie ist sie in der Welt? Ich besitze einen sehr schönen Brief, dass mir ein Staatssekretär von oder ein Mitarbeiter von Frau Schawan schickte, als ich sie damals, als sie Ministerin war, darauf hingewiesen habe, auf einen sehr großen Plagiator, den man nicht Herr werden könnte in Deutschland, weil er an keiner Universität war. Er plagiierte und plagiierte und plagiierte und Nature hat sogar einen Artikel darüber geschrieben, sag mal, wieso kann Deutschland nicht das Handwerk legen von diesem Menschen? Und ich habe ihr Amt informiert und gesagt, hey, wir müssen irgendwas unternehmen, weil unser jetziges Verfahren, wo die Unis bestrafen, funktioniert nicht, wenn jemand nicht wirklich an einer Uni ist, sondern an sein Privatinstitut für
was weiß ich, was dann seine Privatadresse ist. Und ich bekam den Antwort, nachdem ich es angemahnt habe, 3 Monate, glaube ich, ging ins Land, und habe ich nachgefragt, wieso ich keine Antwort kriege. Die Frau Ministerin vertraut auf die Selbstreinigungskraft der Wissenschaft. Gehen. Oh Mann. Das ist ja so eine Ausrede, ist das. Ja, und das geht durch die ganzen, diese ganzen großen Organisationen hier in Deutschland. Wenn Sie über Plagiat sprechen, dann ist es immer über Plagiat bei Studierenden. Ich hatte damals nicht denken können, dass so viele Dissertationen plagiiert sind. Da war ein Fall, den wir bei Wikipedia hatten, das war noch vor Gutenberg. Da hat ein Editor irgendwas recherchiert, irgendeine Krebsart, keine Ahnung, und war total begeistert. Boah, 2 Dissertationen. Und wir empfehlen ja auch, dass Leute Dissertationen nehmen sollen, wenn sie einen Artikel schreiben sollen, weil die Dissertationen haben in der Regel super Literaturlisten und friemeln alles genau auf, wer was schon früher gemacht hat in der Prior Work Abschnitt von der Arbeit. Ja, und diesen Editor hatte 2 Dissertationen gefunden, war so begeistert, bis er feststellte, dass die 2. eine Kopie von der 1. war. Oh, okay. Und da hat er die Universität Münster damals Medizin informiert gehabt, und die haben sich das angeguckt, und tatsächlich, die haben die spätere Doktorgrad aberkannt. Nur der Dekan wurde zitiert mit dem Begriff, das ist eine Singularität. Sowas passiert kaum. Und okay, kann sein. Nur im Laufe von der Untersuchung bei Voniplug-WG, der WG, wo ich jetzt hauptsächlich unterwegs bin, haben wir inzwischen 23 Arbeiten dokumentiert von Münster aus der Medizin, die Plagiate sind. Und es gibt noch viel mehr, die sind nur, es hat irgendwie keine Lust mehr, sich mit medizinischen Dissertationen zu beschäftigen. Und da sah dann plötzlich die Universität Münster sich damit konfrontiert, dass Plagiat in Dissertation kein Singularität ist, sondern es durchzieht das System. Und da gibt es natürlich verschiedene Arten. Es gibt Leute, die innerhalb der eigenen Arbeitsgruppe plagiieren. Sie kriegen anscheinend vom Doktorvater oder so eine Arbeit hierher. Hier kannst du die Grundlagen nehmen dazu. Und die übernehmen dann die ganze Arbeit. Wir finden Dissertationen, wo Leute von anderen Forschungsgruppen Dissertationen nehmen oder gleich die ganze Dissertation nehmen von einer anderen Forschungsgruppe und reichen es an eine eigene Uni ein. Oder, und das ist das Phänomen, was mich einfach schockiert, Dr. Wikipedia. Also es gibt so viele Leute, die in ihre Doktorarbeiten die Wikipedia wirklich verwenden, als nicht nur als Quelle. Also wenn es wenigstens angegeben ist, das ist okay. Da habe ich nichts zu sagen. Nur die übernehmen seitenweise aus der Wikipedia Angaben von vielen verschiedenen Arbeiten auch. Also ich glaube irgendwie 27 Artikeln oder so ist das meiste, was wir bisher dokumentiert haben, ohne dass sie es angeben. Und das erschreckt mich, besonders wenn es um doppelt falsch, ja. Besonders wenn es im medizinischen Bereich ist, weil das können wir nicht haben. Also es gibt Doktorarbeiten, das sind 11 Seiten erstmal wortwörtlich gesamte Seite aus Wikipedia. Darüber habe ich mal berichtet beim Wikipedia. Was war das? Diese eine Session, die wir hatten da bei Wikimedia Deutschland, da habe ich einen Vortrag darüber gehalten. ABC des Wissens? Oder? ABC des Wissens kann gut sein. Das ist da. Ich gebe hier mal den Link. Also wir haben eine automatisch generierte Liste von den Doktorarbeiten, die Wikipedia verwenden. Aktuell sind das... Genau, wir reden von Vroniplug. Der Name bezieht sich auf Vroni kommt von, na, Veronika. Ja, wir müssen nicht den Nachnamen nennen. Das war die erste Doktorarbeit. Die da durchsucht wurde, richtig bekannt wurde es dann durch Gutenberg. Und es war ja auch wirklich so, dass, ich habe das in der Einleitung schon gesagt, dass der Spiegel dich dann angerufen hat, weil du offensichtlich die Expertin in Deutschland bist für Plagiate. Eben, wenn man Plagiat googelt, kriegt man meinen Namen. Und deswegen, die Journalisten wollten immer mit mir sprechen. Das heißt, du hast jetzt dargelegt, dass es ein Riesenproblem ist, dass es keine Marginalität ist, dass es keine Selbstreinigung gibt. Schon wenn man gar nicht drauf guckt, kann es keine Reinigung geben. Aber bis jetzt ist nichts weiter passiert.
Jein. Manche Universitäten haben angefangen, für ihre Doktoranden wenigstens Seminare anzubieten. Oder es gibt freiwillige Kurse in wissenschaftliches Arbeiten. Oder sie schreien nach Software. Bitte, Frau Weber-Wulf, sagen Sie mir, welche Software wir kaufen sollen. Sie wünschen sich, auf einen Knopf zu drücken und dann soll rausfallen, Plagiat. Nein. Sie wollen einen Lackmustest haben. Und dann nimmt man die Arbeit, taucht es ein und es kommt raus, blau oder rot. Ach es so, ist das. Entweder Plagiat oder nicht. Und ich rede meinen Mund fusselig zu versuchen, Leuten zu erklären, dass Plagiat nicht eine eindeutige Sache ist. Es ist immer ein schleichender Übergang. Also gestern rief ein Journalist bei mir an und wollte wissen, ab wie viele übernommene Sätze ist es ein Plagiat? Und ich, das erinnert mich an den Geburtsvorbereitungskurs, wo eine junge schwangere Frau fragte, wie viele Wehen nach der ersten Wehe vergehen müssen, bis die Geburt dann stattfindet. Genau, also eine Wunsch nach Quantifizierung, die es nicht geben kann. Weil wie messen wir auch, wie viel ist plagiiert, wenn ein Wort dazugenommen wurde, wenn ein Wort weggenommen wurde, wenn getauscht wurde? Das habe ich auch. Island und Grönland wird zu Grönland und Island. Natürlich ist es dasselbe, aber buchstabenident ist es nicht mehr. Also wie zählen wir das als Plagiat? Und da ganz zu schweigen von Übersetzungsplagiate, wo kein Buchstabe übereinstimmt. Das wäre, ist ja ein richtiges Forschungsgebiet. Es gibt einmal die Phrasen, also Buchstabenidentität, so kann man das rausfinden. Dann eben auch die inhaltliche Identität, wenn man einfach nur Wörter austauscht. Und Übersetzungsplagiate. Genau, also ich habe so eine Klassifizierung von Plagiatsarten schon vor vielen Jahren vorgenommen gehabt. Aber es gibt Forschungsgebiete in der Informatik dazu. Also es gibt eine jährliche Wettbewerb, diese PAN-Competition über Plagiarism und Autorenschaft. Da testet man seine Algorithmen an einen unbekannten Korpus und versucht, Plagiate zu finden. Nur, es gibt eine ganz wesentliche Unterscheidung. Wenn ich einen abgeschlossenen Korpus habe und versuche, darin Artikel zu finden, die einander gleichen, das ist eine viel einfachere Aufgabe, als einen Text zu nehmen und zu sagen, ist das ein Plagiat oder nicht? Weil nur wenn ich die Quelle habe, kann ich nachweisen, dass es ein Plagiat ist. Und dieses Auffinden der Quelle, das ist das, was nicht trivial ist. Es kann aus einem Buch stammen, es kann aus einem geheimen Bericht stammen, das war bei Gutenberg der Fall. Einigen Seiten entstammt ein Bericht des Deutschen Bundestags, also der wissenschaftliche Dienst vom Deutschen Bundestag. Und das findet man nicht, es sei denn, es landet irgendwo ein Umschlag ohne Absender und da liegt eine Kopie von der Expertise drin. Dann hat man die Quelle und kann es vergleichen und kann es dokumentieren. Man muss gucken, dass man tatsächlich die Quelle findet. Und dieses Quellenfindung ist sehr schwierig. Dann gibt es auch das, was man nicht versteht, dass man, wenn man nichts gefunden hat, heißt es nicht, dass es nicht plagiiert ist. Es ist nur, dass man keine Quellen gefunden hat. Und das verstehen viele Leute auch nicht in dem Bereich. Bist du immer noch die einzige Plagiat-Forscherin in Deutschland? Es ist schwer zu sagen, was man dazu zählt, weil es gibt. Es hat also noch kein großer Kongress stattgefunden, es gibt keinen regen Austausch unter Professoren. Ja, es gibt diese eine Kongress, aber das ist mehr Informatiker in dem Bereich, also eben Data Mining zusammenstellen. Da ist eine Gruppe in Weimar, die sich damit beschäftigt, mit viele, also die richten auch diese Tagung mit aus. Sie beschäftigen sich mit vielen Algorithmen im Plagiatserkennungsbereich. Es gibt in Konstanz auch einen Forscher im Informatikbereich. Ich war Zweitgutachter von seiner Dissertation. Er hat sich mit Zitationsmuster beschäftigt. Und er hat gezeigt anhand von einiger von den Voniplug-Wiki-Fällen und unter anderem, dass wenn man die Zitationsmuster finden könnten, man kann viel einfacher drauf kommen, dass es die Quelle für die Arbeit sein könnte. Aber das Problem ist natürlich erstmal diese Datenbank anzufertigen, die man dazu bräuchte. Aber er ist jetzt Juniorprofessor da und arbeitet in verschiedenen Bereichen. Also er will gucken, Formelübernahmen und solche Sachen. Es ist ein interessantes Forschungsgebiet, aber auf dem Gebiet richtig Plagiat gibt's. Man braucht auch nicht so viel Forschung, sondern vielmehr gute Ideen und Taten. Also auch in Konstanz gibt's eine Gruppe,
die sich mit Vermeidung, also wie kann man Plagiat präventiv begegnen? Mhm. Was für Kurse kann man anbieten? Und sie arbeiten jetzt gerade eine wirklich schöne Rechtszusammenstellung von Gerichtsurteilen in Plagiatsfällen. Also ich hoffe, dass sie das demnächst freigeben, weil das ist ein wirklich sehr gutes Dokument, was eigentlich alle Dozenten bräuchten. Du steckst da aber auch viel Arbeit rein. Im Vroni-Plug hast du 9000 Bearbeitungen, in der deutschen Wikipedia 2000. Also ja. Da ist auch viel, steckt auch viel Handarbeit dann dahinter. Ja. Ja, und gibt es denn Studenten, die sich dafür interessieren und die das vorantreiben wollen? Nee. Also nee? Das Thema Plagiat ist für viele Studierenden tabu. Also sie wollen sich nicht damit beschäftigen, interessiert sie nicht. Das ist ein sehr, sehr großes Problem, Leute zu kriegen. Ist das vielleicht sowas wie die interne Abteilung bei der Polizei, die auch keiner leiden kann, genau, weil die korrupte Bullen finden sollen? Genau, das ist vielleicht tatsächlich eine gute Angabe dazu. Ich habe hier, gebe ich dir einen Link, eine Bachelorarbeit, die gerade verteidigt wurde bei mir. Hat eine Studentin immerhin einen schon vorhandenen Algorithmus von Dick Groene. Das ist ein Informatiker aus Holland, der schon in den 90er Jahren sich mit diesen, eigentlich mit die, er suchte nach Gleichheiten. Aber wenn man nach Gleichheiten sucht, kann man eben auch nach Unterschiede suchen. Und sie hat das sehr schön aufbereitet als App, die für Dozenten zu benutzen sind, um Sachen gegenüberzustellen und zu sehen, wie sie sich gleichen. Der Similarity-Texter ist genau. Das. Okay, ich packe der Link packe ich mit rein. Und das war interessant, sie hat sich sehr intensiv damit beschäftigt, aber natürlich von einem algorithmischen Standpunkt her. Und sonst, ich habe ein paar Projekte gehabt, wo wir versucht haben, Werkzeuge für die Dokumentation herzustellen. Aber die Studierenden interessieren sich nicht zu sehr dafür. Und wir haben ein paar Ansätze zeigen können, aber nichts außer diese Similarity-Texte, was man wirklich im Alltag gebrauchen kann. Dabei sollten Studenten sich das gerade am Anfang ihres Studiums mal anschauen mit den Plagiaten einmal, um zu verstehen, warum das schlimm ist, warum man es nicht tun kann und dass man es auch leicht vermeiden kann. Es ist nämlich gar nicht so viel Arbeit, sich die Quelle noch einmal genau richtig anzuschauen und die richtig zu verlinken. Genau. Ich meine, da bietet Vroni-Plug-Wiki sehr viel Material, die Dozierenden benutzen können. Auch Studierenden können sich da einfach wahllos zufällige Seiten anzeigen lassen. It's a Wiki, Media-Wiki, zufällige Seite aussuchen und sich das mal anschauen. Okay, stimmt, das ist nicht in Ordnung. Wie hätte man das richtig machen können? Als Dozent kann man sich diese Seiten aussuchen und sagen, okay, diese Seite bei Gutenberg oder diese Seite bei jemand anders ist plagiiert. Was hätte man machen können, damit das nicht plagiiert wäre und die Studierenden das umschreiben lassen? Also es gibt sehr, sehr viel Material jetzt da. Gut, so viel jetzt zu Plagiaten. Schlimm genug, dass es das gibt. Ja. Lass uns über andere spannende Sachen erzählen. Du bist sehr früh bei Wikipedia eingestiegen, du hast dich aber auch in der Organisation immer eingebracht. Du machst immer die Jobs, die zu erledigen sind. Du warst mehrfach in der Zählkommission, warst aber auch gar nicht so glücklich drüber. Du bist dann immer hinten aus dem Zählraum bei Wikimedia-Veranstaltungen vorgestürzt, um die interessanten Diskussionen nicht zu verpassen. Genau, ich diskutiere ja leidenschaftlich gerne. Da bin ich also natürlich bei Wikimedia natürlich an der richtigen Stelle. Aber das ist dieser unbeliebte Job der Zählkommission, muss irgendjemand machen und meistens lasse ich mich dazu überreden von irgendjemand, der die Gesprächsleitung hat oder so. Ich habe auch schon mal gehabt, dass ich mit festem Vorsatz hingegangen bin, nicht Zählkommission zu machen und dann standen wir da eine halbe Stunde lang und weil es nicht genug Leute gab, die es machen wollten, dann habe ich es gemacht. Ich kann ja rechnen, aber es ist... Naja, muss schon gemacht werden. Du machst immer die Sachen, die gemacht werden müssen. Gibt aber auch Sachen, die du gerne machst. Zum Beispiel Studenten betreuen, die was mit Wikidata zu tun haben. Ja, also Wikidata ist super. Ich unterrichte Semantic Modeling im Master schon seit vielen, vielen Jahren und habe meine persönliche Meinung zu diesen ganzen Ontologies und RDF-Darstellungen. Nette theoretische Übung, aber kaum praktische Einsatzmöglichkeiten. Als Wikidata aufkam, da gab es eine Veranstaltung, wo Danny Vranicek und Lydia dabei waren, einfach offen für Fragen. Und ich bin da reingestürmt und ich habe die beiden mit Löcher in den Bauch gefragt gehabt, wie sie dieses machen wollen. Und die beiden hatten
entweder gute Ideen, wie sie bestimmten Sachen machen wollten. Es geht ja darum, Wissen zu modellieren. Wie kann man Wissen abbilden, sodass man etwas damit machen kann? Und bei den Sachen, die sie nicht wussten, sagt sie, wir arbeiten dran. Also wir haben noch keine Lösung dafür, aber wir finden schon was. Und dann dachte ich, okay, cool, schauen wir mal. Und die haben es gut gepackt gekriegt. Wirklich super. Ich habe dann, letztes Semester habe ich zwei Studentinnen betreut, die für Wikidata ihre Abschlussarbeiten im Bachelor geschrieben haben. Das eine ist sehr cool, die Article Placeholder von Lucy Caffey. Die wird jetzt tatsächlich in vier kleine Wikis benutzt. Und die Idee dabei ist eigentlich sehr simpel. Wikidata sieht so aus, du hast eine Tatsache. Es ist eine Eigenschaft, was einen Wert hat. Und es gibt eine Quelle, die man daran tackern kann und sagen, okay, diese Quelle sagt, dass diese Eigenschaft diesen Wert hat. Zum Beispiel, also der Geburtstag von Douglas Adams ist diesem Datum laut dieser Quelle. Und wenn man diesen Eigenschaftsnamen übersetzt in eine Zielsprache, Walisisch oder irgendeine von den sehr kleinen Sprachen bei die Wikipedias, dann kann man anhand von der Wikidata, die vorhanden ist zu Douglas Adams oder Chuck Norris, kann man dann eine Seite generieren, die ganz klar nicht ein Artikel ist, aber sagt, da und da geboren, das ist sein Job, da ist er gestorben, da wohnte er, das hat er getan. Und alles, was wir an Daten bei Wikidata haben, können wir da tatsächlich aufbereiten, so dass man wenigstens diesen Fakten zur Verfügung hat. Und die kann man dann natürlich benutzen, wenn man möchte, um in diese Sprache eben eine richtige Artikel zu schreiben. Und dann braucht man die Article Placeholder nicht mehr. Also fand ich eine super Idee. Da gibt es einige Sachen, die da drumherum sich gruppieren. Also ich finde diese Idee auch großartig. Die Idee hatte ich auch schon. Ich freue mich, dass das jemand umgesetzt hat und bin völlig begeistert, dass das auch im Einsatz ist. Man sucht nach etwas in einer Wikipedia-Sprachversion, in der es einfach keinen Artikel dazu gibt, noch nicht. So. Mhm. Aber es gibt Wikidata-Daten, also ein Asteroid beispielsweise oder ein schwedischer See, wo man beim schwedischen See halt die Lage, der Name, welcher Umfang, welche Tiefe oder so hat. Und dann kann man ja wenigstens diese Daten anzeigen. Nun kann man zum einen versuchen, das so aussehen zu lassen, als wäre es ein Artikel, ja, als ob es von einem Menschen geschrieben wäre. Das hat es auch schon gegeben. Ja, da finde ich aber besser, wenn es als Datensatz angezeigt wird, weil dann auch wieder der Anreiz ist, vielleicht doch einen Artikel drüber zu schreiben. Genau. Bei einem bestimmten schwedischen See könnte man eben sagen, da liegt Schloss Gripsholm dran, über das ein wunderbares Buch geschrieben wurde. Genau. So, das ist ein Fakt, das sich in Wikidata schwer einfügen lässt, aber dann zu einem Artikel führt. Ein anderer Punkt ist, dass gerade in kleineren Sprachversionen, nehmen wir mal die armenische, das ein anderes Muster greift, nämlich, dass man die Daten aus Wikidata nimmt, ein Batch-Programm schreibt, was dann automatisch Artikel anlegt aus diesen Daten aus Wikidata. Bloß, dass die dann fest da reingeschrieben sind. Die sind dann nicht dynamisch erzeugt, werden nicht dynamisch erzeugt, wenn man das aufruft, die Seite, sondern sind statisch direkt als Artikel. Das heißt, wenn man ein Komma in diesem Artikel ändert, kann das Batch-Programm das schon nicht mehr verarbeiten und das nicht erneuern, wenn es eine neue Information dazukommt. Was ist schlecht? Also da werden ja zehntausende Artikel, teilweise hunderttausende Artikel angelegt, einfach nur um die Artikelzahl groß zu haben und nicht wirklich um die Informationen zu verbreiten. Genau. Und das ist auch das Schöne an Wikidata, ist, dass man es auch auf die Art und Weise so benutzen kann, dass man in einem Artikel ein Item bei Wikidata referenzieren kann. Man kann zum Beispiel sagen, ich möchte gerne die aktuelle Bevölkerungszahl von Berlin in meinem Artikel drin haben. Das tut man in so eine Infobox rein und dann ist immer, wenn es das Neueste gibt bei Wikidata, da das aktuelle Wert drin. Oder man möchte gerne ein explizites. Die Bevölkerungszahl von Berlin war 2010 und dann referenziert man dieses ganz bestimmte Version von dem Wikidata-Eintrag, was sagt, das war der Wert 2010. Und man hat denn diese Freiheit, sowohl das Aktuelle als auch eine bestimmte zu adressieren. Diese Idee wurde vor vielen, vielen Jahren von Ted Nelson vorgeschlagen, als er diese Idee hatte, wie man alles im Web adressieren könnte mit seinen Tumblrs. Ted Nelson ist so ein bisschen dieser Erfinder von Hypertext, weil er hat als erste diese Idee ausgedruckt, dass man zwei Textstücke nehmen kann und sie miteinander verbinden kann. Und er gilt dann als Vater von Hypertext.
Es gibt auch große Artikel, nicht Artikel, Diskussionen in den Wikipedia-Communities, die sich mit diesen Bot-generierten Content auseinandersetzen. Ne? Es gibt große Gegner davon, aber eben auch Befürworter. In der öffentlichen Diskussion spiegelt sich das wieder in dem Satz, dass das in Zukunft das Wissen der Welt von Robotern geschrieben wird. Was auch sofort einen negativen Beigeschmack hat. So, ne? Weil das ja kein echtes Wissen ist, wenn man nur Fakten zusammenträgt. Wissen ist ja mehr als nur Fakten. Auf jeden Fall. Es geht um die Beziehungen zwischen den Fakten. Wie interpretiere ich die? Wenn ich sage, das Gründungsdatum von Moskau ist dieses und dieses Jahr, dann ist es die Frage, ob das wirklich, dass dieses Jahr ist, wie es die Leute damals auch empfunden haben, weil die hatten bestimmt damals den julianischen Kalender oder nicht den gregorianischen. Was ist ein Fakt? Ja. Viele Leute sind der Meinung, es gibt Fakten, natürlich. Aber genau was du sagst, diese Interpretation, was ist ein Fakt? Wie heißt dieses Gewässer, was zwischen Japan und Korea liegt? Mhm. Da streiten sie sich drüber. Auch im Wiki wird drüber gestritten bis ans Messer, wie wir das Ding nennen. Solche einfachen Sachen muss man immer sagen. Die Japaner nennen das so. Die Koreaner nennen das so. Uns ist es egal. Es ist irgend so ein Stück Wasser. Ja, heißt das Moskau oder Moskwa? Moskwa. München oder Munich. Mhm. Das sind einfache Sachen, bis hin zu Sachen, was ist ein Fakt? Ich habe gestern einen Streit auf einer Wikipedia-Seite gehabt. Ich habe von einem Professor, seine Seite habe ich zwei Sachen entfernt, die ich nicht für relevant hielt. Einerseits, dass er Reserveoffiziersanwärter mal war, irrelevant zu seinem Professorendasein. Und einmal, dass er Mitglied einer Partei ist. Das fand ich nicht relevant für einen Professor, weil das ist ja auch was sich ändern kann. Man kann ja austreten aus einer Partei. Mhm. Auch wenn es belegt ist, und es ist wohl tatsächlich belegt, dass er mal Mitglied war von dieser Partei. Aber die Mitgliedschaft von wann bis wann, das ist nicht öffentliches Wissen. Und das ist so ein bisschen ein Problem. Was ist ein Fakt, was immer ist? Und was ist etwas, was nur zeitlich begrenzt valide ist? Da muss man dann angeben können, von dann bis dann war es. Oder X sagt, dass so ist. Wir können das ja nicht überprüfen. Und so weiter und so fort. Und das ist eigentlich das Schöne an Wissenschaft, dass da man entdeckt immer mehr, es gibt eben keine Fakten und Sachen sind nicht einfach, sondern es ist alles kompliziert. Und die Beherrschung von dieses Chaos, dieses Kompliziertheit, das ist das, was Spaß macht an Wissenschaft. Die Geschichte mit der MediaWiki-Erweiterung, die diesen Artikel-Placeholder, Platzhalter erzeugt, geht ja noch weiter, weil die Studentin mit diesem wunderschönen poetischen Namen Lucy Amy Café, jetzt bin ich aus der Fassung gerade geraten, weil der Name so schön ist. Wie oft ist ihr Facebook-Account schon gelöscht worden, weil sie geglaubt hätten, der Name wäre ausgedacht? Musst du Lucy fragen, keine Ahnung. Muss ich Lucy fragen. Na, von Melanie unbekannt weiß ich, dass das schon passiert ist. Ja. Aber Lucy Amy arbeitet jetzt für Wikidata. Bei Wikimedia Deutschland. Ja, das ist, ich finde das so toll. Viele von meinen Studierenden, die dann irgendwie untergekommen sind, also ob sie ein Praktikum gemacht haben oder dauerhaft da sind. Also der eine ist ja der mich enttarnt hat, sozusagen als Wise Woman. Er saß auf dem Podium in der Gründungsveranstaltung bei Wikimedia Deutschland und rief in das Publikum herunter, hallo Frau Weber-Wulf. Und er war, also Eric Müller, Technikchef von Wikimedia in den USA. Ach, der hat bei dir studiert? Ja, der hat einen Kurs bei mir mal gemacht. Also keine Abschlussarbeit, aber... Den habe ich nämlich demnächst auch hier im... Dann bestellen wir schöne Grüße. Sehr gerne. Ah, und die, alle weiblichen Personen, die zuhören und noch nicht wissen, was sie studieren sollen, denkt mal über Informatik nach. Das ist, man muss ein bisschen Mathe können, aber es ist nicht nur Mathe und man kann tolle Sachen damit machen. Zum Schluss wird man nicht irgendwelche Zahlenkolonnen durchrechnen, sondern man wird Probleme lösen. Genau. Und die Programmierkunst geht ja auch immer mehr in die Richtung, dass man sich weniger um zugrunde liegende Sachen Gedanken machen muss, sondern dass man Probleme löst. Genau. Mit mathematischen Modellen kann man das oft sehr gut machen. Aber das ist es nicht nur. Statistik ist ja auch noch so ein Thema, was nicht intuitiv ist, aber was ich immer in meinem Arbeitsalltag immer häufiger damit zu tun habe. Heutzutage wollen viele Firmen in den Bereich Big Data reinspringen und hoffen auf ganz tolle Ergebnisse, die Maschine ihnen erzählen wird. Big Data hat eine ganze Menge mit Statistik zu tun. Ja.
Und da ist es ganz wichtig zu verstehen, dass diese Aussagen, die wir da aus der Maschine kriegen, eben nicht absolut sind, sondern es sind Wahrscheinlichkeiten, die wir rauskriegen. Oder wir haben eine Korrelation gefunden zwischen zwei Werte, aber das ist nicht notwendigerweise die Kausation. Das ist nicht notwendigerweise der Grund, weswegen diese Werte miteinander korrelieren. Und ein bisschen solches Verständnis fände ich sehr gut für alle Studierenden und nicht nur Informatiker und Informatikerinnen. Und alle, die sich jetzt abgeschreckt fühlen durch Kausation und so, wenn ihr da jetzt denkt, ach na, da mache ich halt Betriebswirtschaft, ja, falsch. Betriebswirtschaft ist zur Hälfte Statistik. Ja. 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 Macht lieber Informatik, das hat Zukunft. Ja, ich danke dir, Deborah. Bitte, wir haben jetzt fast eine Stunde geredet und es mir schwirrt der Kopf von den ganzen interessanten Sachen, die ich jetzt wieder mitgenommen habe, die ich nochmal nachlesen werde. Ich spiele auch mal ein bisschen Musik in meiner Sendung. Wir hatten schon darüber gesprochen, was du gerne hörst. Und es wird wohl ein Folkrock-Song werden, den ich aber erst noch raussuchen muss. Okay. Weil ich es um freie Lizenz ja immer bevorzuge. Und ich gerade im letzten Gespräch oder war es im vorletzten, hatten wir einen Künstler gefunden, der seine Musik frei lizenziert, der einfach nur eine Namensnennung fordert. Aber weil er eben 3,5 Millionen Downloads hat und 12.000 Follower, kann er davon leben, von frei lizenzierter Musik. Man, frei lizenziert heißt nicht alles kostenlos und man, es ist was für Leute, die irgendwie anders ihr Lebensunterhalt bestreiten, sondern es funktioniert auch als Geschäftsmodell. Deswegen mache ich das auch mit der Musik. Ja. Fand ich gut. Also ich höre selten Musik und deswegen, also es ist schwer zu sagen, ich kannte diese Musiksammlung, den du da hattest, nicht, aber das fand Free ich Music Archive. Mhm. Das kann man immer gebrauchen, sowas. Ja, ich höre auch relativ wenig Musik, habe als in meiner Jugend deutlich mehr Musik gehört. Jetzt seit einiger Zeit. Also ich habe vorher immer Radio gehört, dann Inforadio oder sowas oder Deutschlandradio. Aber da war dann mir auch noch zu oft was drin, was mich nicht interessiert. Und so bin ich auf Podcasts gestoßen. Und ich höre jetzt viel Wissenschaftspodcast. Und dann gibt's tatsächlich Arbeiten in der Wikipedia, wo ich in den Flow reinkomme. Beispielsweise gibt's jemanden, der auf Wikimedia Commons Bilder von Bussen hochlädt. Tausende. Und sich aber vorher die Mühe macht, einen hübschen Zierrahmen drumherum zu machen. Und den schneide ich dann immer ab. Da gibt es ein Tool dafür, Remove Border. Und das ist eine Arbeit, wo man nicht nachdenken muss, sondern immer nur hinschauen muss und die Maus richtig bewegen muss. Und dann kann ich super dazu Podcasts hören. Und wenn ich das eine Dreiviertelstunde gemacht habe, bin ich super entspannt und kann mich wieder anderen Tätigkeiten zuwenden. Kannst du nicht mal sprechen mit dem Mensch, dass er das lässt mit dem Rahmen? Ja, ich bin noch am rausfinden, wie man den erreicht. Ich glaube, das ist gar kein Wikipedianer. Jemand anders lädt die Bilder hoch. Kann auch sein, dass der irgendwie ein Archiv oder so aufbereitet von dem. Ja. Ich liebe das an die ganze Wikimedia-Gruppe. Also diese Leute, die so fokussiert sind auf eine absolut kleine Ecke, aber das machen sie mit einer Hingabe. Mhm. Und dann brauche ich manchmal, aus irgendwelchen bizarren Gründen, brauche ich ein Bild von einem Bus. Mhm. Und freue mich so sehr darüber, dass es denn so viele Bilder zur Auswahl gibt. Weil ich nutze gerne die Commons-Bilder in meine Vorträge. Es ist wirklich eine tolle Fundus, die einigermaßen gut suchbar ist. Einigermaßen spricht es aus. Wenn ich schnell mal ein Bild suche für einen Blog oder so, dann gehe ich dann doch zu Flickr. Da kann man sich einen Filter einstellen, dass man nachnutzbare, frei lizenzierte Bilder findet. Genau. Und oft finde ich, diese Bilder sind dann schon in Commons drin, aber ich hätte sie dort nicht gefunden, weil die Suche halt, du sagst, sie sind einigermaßen nutzbar, ich sage, es ist gar nicht nutzbar, Commons. Wow. Also ich muss mal Glück haben. Gerade wenn ich zu sowas wie Gute Laune ein Bild suche, ja. Okay. Dann werde ich super schwierig. Da findet man nichts, weil also man muss darüber denken, was könnte in den Text zu dem Bild, was ich suche, was könnte da stehen. Ich habe eine Zeit lang eine Phase gehabt, wo ich meine Vorträge immer nur dekoriert habe mit Bildern aus dem deutschen, also dem Bundesarchiv. Mhm. Da hat ja Matthias Schindler von der Content-Befreiungsarmee ja mal aus dem Bundesarchiv Hunderttausende von Bilder bekommen in eine einzige Auflösung, die zur freier Verwendung sind. Und die sind wunderschön, diese Bilder. Die sind so richtig so 50er Jahre Schwarz-Weiß-Bilder. Ganz, ganz tolle Sachen, die man benutzen kann da. Und ich hatte so eine Phase, wo ich alle immer nur die benutzt habe. Und die haben sehr ausgiebige
nicht nur Quellenangaben, sondern Unterschriften dazu, was sie oft eben für Zeitungen oder so gewesen sind. Ich gebe dir mal den Link dazu zum Bundesarchiv, weil das ist einfach spannend, in diesen Sachen zu suchen. Genau, das packe ich in die Shownotes. Alle, die diesen Podcast nur hören, auf wikistammtisch.de oder in der Wikipedia unter wikipedia:wikistammtisch findet man Texte auch zu diesem Podcast, wo ich die Links dazu packe und auch möglichst immer noch ein paar Kommentare dazu mache. Einfach, um Sachen zu finden, wie die man jetzt vielleicht gar nicht so leicht verstanden hat, wie zum Beispiel Wikidata Artikel Placeholder. Dann hat man da einen schönen Link, um das nachzulesen. Dann verabschieden wir uns von Hörern. Ich danke dir tausendmal, Debbie. Das war super spannend. Bitte. Und wir sehen uns nächste Woche in Kornwestheim. Nein. leider nicht. Schaffst du nicht. Aber dann bei jeder möglichen Gelegenheit wieder. Mal wieder bei offenes Editieren oder sowas. Oder dort, genau. Okay. Tschüss. Tschüss. Das war eine Episode des Podcasts Wiki Stammtisch von und mit Sebastian Wallroth. Die Episode steht unter der Lizenz Creative Commons Namensnennung 4.0, abgekürzt CC BY 4.0. Diese Lizenz erlaubt Ihnen erstens, die Episode zu teilen, also das Material in jedwedem Format oder Medium zu vervielfältigen und weiter zu verbreiten.
Zweitens dürfen Sie die Episode bearbeiten, also das Material remixen, verändern und darauf aufbauen, und zwar für beliebige Zwecke, sogar kommerzielle. Ich als Lizenzgeber kann diese Freiheiten nicht widerrufen, solange Sie sich an die Lizenzbedingungen halten. Die Lizenzbedingungen lauten: Erstens, Sie müssen als Urhebernamen Wiki Stammtisch, Sebastian Wallroth angeben. Zweitens, Sie müssen die Lizenz CC BY 4.0 angeben. Drittens müssen Sie, wenn möglich, einen Link zur Lizenz beifügen. Viertens müssen Sie angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden. Fünftens dürfen Sie diese Angaben in jeder angemessenen Art und Weise machen, allerdings nicht so, dass der Eindruck entsteht, dass ich als Lizenzgeber gerade Sie oder Ihre Nutzung besonders unterstützte. Zuletzt dürfen Sie sechstens keine zusätzlichen Klauseln oder technischen Verfahren einsetzen, die anderen rechtlich irgendetwas untersagen, was diese Lizenz erlaubt.